Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem fantastischen Projekt Youngtimer auf der Map Hermannseck zusammen mit dem fantastischen Werner und dem fantastischen Randy von Sachsen Let's Play und den A Burning Gamers. Hallo. Hallo. Wenn wir in der letzten Folge ein bisschen konfus waren, haben wir in dieser Folge noch ein strukturiertes Thema vielleicht. Möglicherweise gegebenenfalls. War noch nicht konfus. Ja, das ging so ein bisschen hin und her. Oh. Wir haben über die besten YouTuber Deutschlands geredet. Richtig. Das ist soweit absolut korrekt. Warte mal. Gamescom haben wir durch, Hanse haben wir durch, Spieler haben wir durch. Trendtechnisch ist halt auch leider Gottes gar nichts. Sind auch Musikvideos in den Trends. Zum Beispiel eine Deutsch-Ami-Kollabo mit 6ix9ine. Aber das ist ja nur gar nicht eure Musikrichtung, davon abgesehen. Passt ja das nicht aus Musik auf? Nö, also ich mag den Typen. Der was ist halt. Ist jemand, der spricht und das für Musik hält, oder? Ne, 6ix9ine ist momentan im Amiland der populärste Rapper, den ja, also, den also so ein Tupac-Verschnitt, ja, sag ich mal. Also, der redet also irgendwie und irgendwie genau. Im Hintergrund spielt Musik. Ja, aber das ist der. Der hat so schöne Regenbogen, ne? So Skittles-Farbe, ne? Das hätte da zu viele Skittles gefressen. Ich mag Skittles. Ja? Ja, aber nur die sauren. Deswegen ansonsten. Was macht denn nicht das Sommerloch momentan, Randy? Das Sommerloch? Du sagst immer, im Sommer ist Sommerloch. Das habe ich nie gesagt. Also. Hä? Hab ich das wirklich mal gesagt? Also ja, gesagt habe ich sicherlich mal, ja, aber. Ich bin jetzt kein Verfechter davon. Also, ist, aber wo, also, wo ich schon Verfechter bin, aber du vielleicht nicht, oder vielleicht der Gardon auch nicht, ist der neue COD-Teil. Hast du das gespielt? Ich kann es ja erst ab dem 10. spielen, weil da ist ja erst PC-Beta. Jetzt ist ja hier PlayStation 4 Exclusive. Wer auch immer Shooter auf der Konsole spielt. Aber Shooter auf der Konsole geht eigentlich voll klar, muss ich sagen. Geht voll fit, sagst du? Da gibt's dieses Fettfinger nicht. Naja. Ja, schön, dass es da keine Fettfinger gibt. Dafür gibt's da aber halt umgeknickte Krüppelfinger. Also, das ist ja. Ich hab COD MW3, habe ich mal. Bei einem Game Shop damals noch in der Stadt, Mitternachtspremiere dort gespielt. Die hatten es nur auf der PlayStation 3, Alter. Ich bin bekloppt geworden. Also, Shooter auf der Konsole, das ist. Du bist da so ungelenkig, so langsam und alles. Also, würde ich. Also, ich weiß nicht, ob das geht. Würde ich an der PlayStation 4 Maus und Tastatur anschließen, würde COD spielen. Ich war da drin in dem Spiel der King, weil die können gar nicht so schnell reagieren mit ihren Controllern, wie man mit Maus und Tastatur reagieren kann. Tatsächlich habe ich damals auf der PlayStation 3 mit Battlefield angefangen, mit meiner Gamer-Karriere. Naja, eine Jugendsünde hat jeder. Okay. Garderol? Nee, Controller und Shooter ist nichts für mich. Also Shooter vielleicht, aber Controller, Shooter. Ich habe ja zuletzt richtig durchgespielt auf Konsole Tomb Raider, also den letzten, ne, nicht den aktuellen. Und da bin ich froh, wenn ich mich nach 40 Spielstunden daran gewöhnt habe, an die Steuerung. Also mit anderen Worten, nein. Hey. Also deswegen kann ich da leider erst in der nächsten Season was dazu sagen. Die nächste Season wird ja eh ein bisschen länger. Ja? Ja, wir müssen 2 Wochen aufnehmen. Oh. Weil Gamescom dazwischen liegt. Das wurde aber nicht schriftlich angemeldet, 2 Wochen davor. Das ist richtig. Ich dachte, das wäre normal oder logisch. Okay, okay. Ja, da muss ich nochmal meine Komfortzone fragen. Also ich glaube, weil wir, oder? Nehmen wir, nee. Oder wir könnten das vielleicht sogar überspringen. Wir überspringen das sogar doch mit unserem Konzept, oder? Das ist ziemlich voll, ich weiß es nicht, mal gucken. Ja, da werden wir schon eine Lösung finden. Aber ja, ich glaube, aber vielleicht kann das so sein, dass wir, nee, warte mal, wenn wir nächste Woche, nee, dann sind wir ja in der Woche und dann ist ja Mond, wir haben, nee, müssen wir gar nicht, vergiss es. Sie müssen Ihre Komfortzone gar nicht fragen. Durch unser geniales Aufnahmekonzept überspringen wir das nämlich sogar. Werner, bist du am Rückweg, oder? Ja. Gut. So. Ich wollte nicht leer fahren, deswegen habe ich noch ein bisschen Kompost verkauft. Aber mach mal bitte Auge, ich habe einen ganzen Hänger voller Strohballen behindert mit. Ich bin gegen die Wand gefahren. Ich weiß, es ist also eine fantastische Meldung. Das sind bestimmt 100 Ballen Minimum. Ja, in die, wo die anderen auch sind, oder was? Willst du jetzt genau wissen, oder? Wo sind die anderen? In der Halle. Gefunden, danke. Kein Problem, dafür bin ich da. Abladeseite nicht ausgewählt, hinten. Ich möchte bitte hinten abladen. Möchten Sie wirklich hinten abladen? Ja.
Das ist die Zukunft, Alter. Klöße, die sprechen können. Es gibt, habe ich jetzt gesehen, in einem Video von dem German Truck Driver Dingens, ich weiß nicht, wie er heißt genau. Es gibt selbstreinigende WCs auf Raststätten. Ja. Bitte, wo waren auch? Nee, aber das ist praktisch eine WC-Kabine, wo ein WC drin ist mit Waschbecken. Und wenn das benutzt ist, dann ist eine halbe Stunde danach gesperrt. Nicht mehr benutzbar, weil das Ding reinigt sich komplett von alleine. Ja, genau. Eine halbe Stunde finde ich jetzt minimal zu lange, aber... Ich weiß nicht, was das Ding da eine halbe Stunde macht, aber... Chemie. Wenn da wirklich eine halbe Stunde lang Wasser rumsprüht mitten in der Luft, ne, dann finde ich das schon ziemlich eine Wasserverschwendung, muss ich sagen. Mhm. Da würde ich auch sagen, da weinten könnt ihr nicht. Das war jetzt das politisch Korrekteste in dem Sinne, was du sagen kannst. Wir hatten meinen Schwader genommen. Beides stimmt, und der hat Lippe gepfeift. Aha, erwischt, Herr Kollege. Ah, der stand da gerade so, und da dachte ich, bevor ich hier nichts tue, weil ich bin YouTuber, ich kann das nichts tun. Kenne ich irgendwoher, ja. Das muss man behandeln. Aber die krasseste YouTube-Zeit, glaube ich, habe ich schon hinter mir. Was ist denn hier los? Merkst du das? Wo man alles in Folgen umgerechnet hat, zeitmäßig. Sag mal so, ich geh jetzt 2 Stunden irgendwo hin. Hey, da kann ich doch eigentlich 8 Folgen aufnehmen. Ach so. Da hab ich ein little bit auf was verloren. Der war zu voll. Bist du wieder über Laden rumgefahren? Ich muss mir das der hört ja nicht auf, die Presse, ne, wenn das Ding hinten voll ist. Ne? Also, ja, und das flutscht ja rein. Also ne, das klippt ja in diese kleinen Dinger da halt mit rein. Ne? Deswegen bin ich gerade den Weg jetzt hier zurückgefahren, habe irgendwie sehr viele Ballen auf auf der Straße gesehen. Das fand ich komisch. Aber hab sie wieder aufgesammelt. Ja. Sachen gibt's. Nein. Ja, man guckt ja beim Vorwärtsfahren nicht rückwärts, ne? Das ist ja klar. Nee, der Blick muss immer nach vorne sein, nicht zurück. Absolut. Vorwärts immer. Rückwärts nimmer. Genau. Ui, da hab ich jetzt eine. Kann man nicht hochfahren? Oh Gott! Da hab ich jetzt eine schöne Doku. Nein, eine Doku war es nicht. Das war irgendwie so ein Bericht vom MDR über die Landwirtschaft. Ich glaube, Giganten der Felder hieß der ganze Spaß. Da ging es halt so, ne, um halt die Erntezeit jetzt so in Mitteldeutschland. Und da hatten sie auch so ein paar Vergleiche gemacht, wie es damals in der DDR war und so weiter und so fort. Die Landwirtschaft im Allgemeinen in den 40er, 50er, 60er Jahre. Boah, das war schon anders damals. Wirklich? Ja. Aber ich meine jetzt nicht von der Technik her, sondern allgemein, wenn du Drescherfahrer warst in der DDR oder halt Dings, da hast du es damals in die Abendnachrichten geschafft. Juckt heutzutage keine Sau mehr. Ne, das ist halt so, klar, wird zwar immer noch gerade von Jüngeren bewundert. Auch, was? Das lag aber auch am System, ne? Ja, das lag auch am System. Unsere Arbeiter für das Volk, die unser tägliches Brot erschaffen. Hier, Drescherfahrer Koslowski, der... So, oder nicht? Ja, sie haben damals ganz komisch geredet, das ist richtig, ja. Aber nee, halt auch im Allgemeinen, dass es halt damals einfach, naja, angesehenerer Dings war. So frei nach dem Motto, dass die Leute halt einfach, auch dank System von mir aus, ja, einfach einen besseren Stand hatten. Und ja, ausgezeichnet worden und Wettbewerbe und da wurde sich noch gegenseitig mit LBG zu LBG geholfen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wie das heute aussieht, aber ich glaube beinahe weniger. Ja. Heute sind Landwirte fürs Klagen zuständig. Ja. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat gesagt, Landwirte werden, also ihr wisst, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das gebe ich nur wieder, die werden ja schon mit einem Stein auf dem Bauch geboren, damit sie sich beschweren können und klagen können, ne? Sind ja immer am Jammern, sagte der mal. Ah ja. Selber Industriemeister Metall, also mit anderen Worten Betriebsmeister. Das heißt also irgendwie nur die richtigen Leute gekannt und sonst nix. Mir auch gedacht, ja, du feines Würstchen, du. Hab du mal kein Wochenende. Krieg du mal 35 Cent pro Liter Milch. Die du mal jeden Tag um 5 Uhr morgens im Stall. Und um abends nochmal. Ja. Und samstags und sonntags. Natürlich. Und nachts. Und kein Urlaub. Wenn der Schwein wirft oder die Kuh... Genau, Urlaub auch nicht.
Hm. Das ist mir aber nur noch so. Das ist mir nur noch so hängen geblieben. Da fiel gar nicht klar, ne? Urlaub gibt's nicht als Landwirt. Nein. Also gäbe es, wenn du eine Vertretung hast, irgendwie 50 Knechte am Hof. Aber ja, aber frag dich mal, warum die Landwirte früher alle, das ist auch nicht negativ, aber das ist einfach Fakt, warum die alle so viele Kinder hatten. Das waren potenzielle Arbeitskräfte. Punkt. Ja. Ich hab doch wohl lesen. Beim Hochamt, sonntags. Weil da war, bei uns war es auch, bei mir jetzt nicht, aber bei meiner Mutter, also bei meinem Opa, war das noch so, da wurdest du nicht jetzt gesteinigt, aber unter drei Kindern war da gar nicht, Diskussion, ne? Also drei Kinder Minimum. Mhm. Das schaffen einige. Ja, das können wir wieder ziehen, Randy, weiß ich, aber das schaffen wir gar nichts zu tun. Nee, das ist richtig, ja. Aber das schaffen einige heute auch noch. Ja, wenn du musst dir nur mal vorstellen, ne? In der heutigen Zeit wird rumdiskutiert, ob ein Junge mit 8 Jahren alleine zur Schule gehen kann. Ob man das ihm zumuten kann. Vor 30, 40, 50 Jahren gingen Kinder von Bergbauernhöfen zum Beispiel 5 Kilometer jeden Tag in die Schule und zurück. Ja, ja. Also manchmal denkst du dir schon, verkehrte Welt. Sie berechtigte Sorgen der Eltern. Helikoptereltern. Was sollen Helikoptereltern sein? Na, das sind die Eltern, die da überventilieren, nenne ich es jetzt einfach mal, und ihr Kind am besten bis ja, zum... bis zum Kinder rumkreisen. Egal, was die Kinder machen, die Eltern sind immer drumherum am rumfliegen. Genau. Ja, aber eines muss man auch dazu sagen, ne? Ich habe letztes Mal meinen Sohnemann alleine zur Schule geschickt, wie konnte ich es wagen, und wurde dann von den Eltern, von den restlichen Eltern schief angeguckt, warum der heute Morgen alleine zur Schule kam. So auf die Art, hast du verschlafen oder so, weißt du? Und da denke ich mir auch, Alter, was ist los mit euch? Hätte ich direkt so gefragt. Das ist ja, weißt du, früher mussten beide Elternteile arbeiten gehen, damit abends was Warmes zum Essen zu Hause war, ne? Ja. Aber das ist... Also, aber da gibt es schöne Dokus, da gibt es wirklich schöne Dokus. Städte oder... Dokus, gibt Städte... Ich weiß gar nicht, ob das Stuttgart war oder so, oder auch Schulen, die da massiv, selbst mit Polizei dagegen durchgreifen. Oh, das ist halt immer schön, wie die Eltern abgehen. Ne? So eine Frechheit, ich zeig sie an, da klare ich dagegen, dass sie mir jetzt hier einen Strafzettel wegen falschem Parken gegeben haben. Das ist ja Misshandlung unserer Kinder. Alles Mögliche. Ich finde das gut, wenn die ausrasten, finde ich das immer gut. Aber ja, so ist es das. Es wird halt alles verweichlicht hochgezogen, weißt du, Dara. Es wird eine lustige Zukunft. Es wird eine traurige Zukunft, glaube ich. Naja, meine ich ja damit. Leider wird es eine traurige Zukunft. Wobei die Predigt von einem Pfarrer mal anfing mit die Jugend von heute. Denkpause. Das sagte bla 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 vor 2000 vor Christus. Ja gut, an der Jugend hat sich an sich, außer dass halt der Respekt lang... Nicht viel geändert. Ja, nicht viel geändert im Vergleich zu früher zu heute. Der Vorteil früher war halt einfach, es gab sicherlich mehr Respekt wie heute gegenüber gewisse Personen oder Institutionen. Und es gab damals kein Internet und Handy, dass man, wenn man Scheiße gebaut hat, es innerhalb von 3 Sekunden ins Internet stellen konnte und es jeder sieht. Aber das ist der Unterschied. Weißt du, was Mario Barth mal gesagt hat? Mario Barth ist ein Komiker eigentlich, ne? Oder nennt sich Komiker. Ja. Der war gut. So. Was? Der hat gesagt, du musst die Kinder nicht mehr rausschicken oder nicht mehr zu Hause lassen als Strafe, sondern du musst sie rausschicken. Und irgendwo hat er damit recht. Weil du jetzt ein Kind Hausarrest gibst, sie lacht sich zu Tode. Du musst die Kinder teilweise sogar rausschicken, weil sonst gehen die nicht mehr von alleine raus. Irgendwas spielen mit irgendeinem anderen. Mhm. Wir haben nur Dreck gefressen, Werner. Das ist richtig. Wir haben in der Sandkiste Würmer zerlegt und andere Sachen gemacht. Ja, erzähl mal, was denn? Ja, gegessen. Achso. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, ja. Ach komm, jeder hat doch schon mal eine Schnecke gelutscht. So, das war's jetzt aber. Also. Ah, schickt eure Kinder raus. Und dann kommt wieder das Argument, oh nee, dann rutscht dann die Drogenszene ab. Ja, dann lass ich lieber doch Fortnite spielen. Ist richtig. Ist auch Fortnite fürs Handy, hab ich gehört. Aber nur iOS aktuell. Okay. Oh Gott. Soll aber bald auf Android kommen, da will Epic aber nicht mit Google zusammenarbeiten, sondern Google umgehen. Das hat Google mitgekriegt und Google findet das gar nicht so geil und das wird lustig.
haben wir es jetzt. Jetzt haben wir es ja. Wir haben Bier produziert. 5 Minuten nach Ende. Das ist richtig. Also für den Eigenbedarf reicht's. Von ja, deinen oder von uns? So lange die Milch, die hier rumsteht. Ja, Milch, es gibt, weißt du das nicht? Ja, okay. Feierabend. Feierabend. So, in diesem Sinne, wir gehen Milch trinken und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr auch Milch trinkt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten einen Daumen da lassen und vielleicht auch beides. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.